Ja, und an das eigentliche Vloggen in der Öffentlichkeit muss ich mich natürlich auch erstmal gewöhnen. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich herausgegangen hier bei uns im Hafen an der Nordseeküste. Ja, und dann läuft hier jetzt auch gerade noch ein kleines Schiff ein. Filmen wir das mal auch mal. Die Mavic Mini werde ich wie gesagt noch starten. Ja, da kommt das Schiff. Ist relativ unspektakulär. Ich mache jetzt hier, wie gesagt, zumindest eine Motion Timelapse erstmal. Und dann werde ich die Mavic 2 gleich noch starten. Die kleine Mini 2 entfalten. Ärmchen nach vorne. Und die unteren Ärmchen nach unten. Und da haben wir sie dann wieder. Dann wollen wir sie hier mal an der alten Liebe starten. Okay. Stell sie mal dahin. Und dann können wir das Baby starten. Schön leise ist sie wieder. Und ich im Bild. Ja, und wenn ihr das sehen könnt, hat sie jetzt auch schon so ein bisschen, ein kleines bisschen mit dem Wind zu tun. Ich fliege mal ein bisschen auf die Action zu, auf die Osmo Action. Dann kann man das vielleicht etwas besser sehen. Ja, sie ist halt ein echtes Fliegengewicht. Und somit natürlich auch windanfälliger, ist ja ganz klar. Mal ein bisschen weiter runter. Ein Stückchen zur Seite. Und dann kann die Osmo Action das ganz gut drauf bekommen. Wie die Lütte Mini 2 sich halt ein bisschen mit dem Wind abquält. Aber im Großen und Ganzen könnte das noch schlimmer sein. Ich hatte ja, wie ihr wisst, vorher keine Mini. Die Mini 1 hatte ich nicht. Und deswegen ist das meine erste. Aber solange sie nicht vom Wind davongetragen wird, habe ich da auch kein Problem mit. Jetzt kommen die Leute hier hoch, das ist okay. Mal ein bisschen weiter rückwärts. Bin ich auch wieder im Bild. Und natürlich die Pocket 2. Die ist jetzt auch zu sehen. Die haben wir hier vorne. Ich schätze mal, jetzt heute bei dem etwas stärkeren Wind wird der Akku auch etwas mehr beansprucht werden. Mal kurz Pause. Den Verschluss nochmal etwas heller gesetzt. Okay. Bitte fallen mir nicht in das Meer, in den Teich oder whatever. Ja, dann können wir jetzt hier auch mal ein paar schöne Aufnahmen der alten Liebe machen, die jetzt sogar
ein bisschen mehr Besuch ist. Die Bauarbeiter zersägen im Hintergrund ihre Bretter. Die Verbindung ist natürlich super zum Mini 2. Da gibt es ja nichts. Ja, ist halt Oculus Sync 2. Aber als Anfängerdrohne kann man sie wirklich nicht bezeichnen, da sie halt keine Sensoren hat. Das ist dann doch etwas schwieriger alles. Okay, ja, ich mache jetzt hier ein paar nette Aufnahmen. Ich habe immer das Gefühl, dass sie ein bisschen anfällig ist dafür. Ich muss mich gerade mal konzentrieren, tut mir leid. Ich erzähle euch gleich wieder was. So. Mit jeder Drohne ist das Gefühl des Fliegens ist anders. Also es ist keine wie die andere. Sind alle unterschiedlich. Natürlich verhalten sie sich auch unterschiedlich. Okay, können wir hier mal wieder in meine Richtung gleich fliegen. Aufnahme läuft. Mini kommt. Über dem Meer. Ich sag noch, flieg nicht übers Meer. Sie steht da richtig niedlich in der Luft. Es ist ja nicht so wahnsinnig windig heute, aber so ein bisschen steife Brise haben wir schon. Okay. Man merkt es auch am Akku, also gefühlt entleert er sich jetzt schon etwas schneller. Ich mal wieder hier in diese Richtung. Ja, und nicht vergessen, wir haben keine Sensoren an Bord, also immer schön ruhig und sachte fliegen, möglichst auf Sicht, keine großen Experimente machen. Bei meinem Jungfernflug lag sie natürlich sanfter in der Luft. Da hatte ich ja auch gar keinen Wind. Ich bin echt gespannt, wie das wird, wenn es doch mal ein bisschen mehr anzieht mit dem Wind. Okay, gehen wir nochmal zur Seite hier. Ist schon ganz schön kalt heute, 6 oder 7 Grad. Hat das Thermometer im Auto angezeigt und ich habe meine Handschuhe an, aber trotzdem, es ist doch ganz schön klamm. Ja, okay. Einfach noch mal ein bisschen nach hinten rausfliegen. Ein Stück jedenfalls, ein bisschen höher gehen. Eigentlich ist sie ja schon wirklich vertrauenserweckend.
Jo, ein bisschen entfernt. Das sind nur 60 Meter jetzt. Trotzdem geht einem echt die Muffe. Das ist halt so. Der Cine-Mode, der eingebaute, ist leider nicht so gut wie der Tripod-Mode aus der Mavic Air 2 und der Mavic 2. Der ist leider nicht ganz so verwackelungsfrei. Also muss man ganz viel Feingefühl mit den Joysticks aufbringen beim Steuern, dass man ruhige Aufnahmen hinbekommt. Und eine Möwe, hoffentlich frisst die jetzt nicht meine Mini 2. Nö, die Möwe zieht weiter. Sie ist relativ unbeeindruckt davon. Das ist gut. Ja, über dem Meer fliegen. Es ist doch immer wieder spannend und ein kleiner Nervenkitzel, ganz klar. Also diese Aufnahme ist wirklich ruhig. Tja, und wenn ihr selber Drohne fliegt oder schon mal geflogen habt, dann wisst ihr ja sicherlich, welchen Nervenkitzel das einem bereiten kann. Man muss auf so viele Dinge gleichzeitig achten. Das Fluggerät, auf die Umgebung, den Wind, die ganzen äußeren Einflüsse, um gute Aufnahmen hinzubekommen und die Drohne dann auch sicher wieder zurück zu befördern. So, jetzt habe ich hier fast eine komplette 90-Grad-Kehre geschafft mit der Mini 2 und im Anschluss werde ich dann schon mal wieder ein bisschen näher kommen. Es ist halt immer doch nicht so ganz geheuer, das Ganze über dem Meer. Ja, ich fliege noch ein bisschen weiter. Schöne, ruhige Aufnahme. Der eine Akku, den ich habe, muss mal schauen, ob der mir im Endeffekt dann auch reichen wird oder ob ich mir doch noch zumindest einen zusätzlich hole. 30 Minuten ist schon die ganze Ecke, was man damit fliegen kann und filmen kann. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo man sich dann wünscht, dass man noch zusätzliche Akkupower hätte. Ich muss mal gucken, wie ich das dann handhabe damit. Gut, dann kommen wir mal wieder zurück. Obwohl der Cine-Mode drin ist, ist das Ganze wirklich schnell. Also es macht gar keinen Unterschied, ob ihr da im Sportmodus fliegt, glaube ich. Ist sicherlich noch mal etwas schneller. Oder im normalen Modus. So. Ja, ich bleibe jetzt mal doch bei den Aufnahmen etwas näher hier an der alten Liebe. Das ist halt diese Brücke hier, diese Seebrücke. Halt. Mir frieren echt die Finger ab. Was soll das nur noch werden? Es ist ja erst November. Die richtig kalten Monate kommen erst so. Normalerweise wäre ich in dieser Jahreszeit ja auch viel mehr in südlichen Gefilden unterwegs, auf den Philippinen oder in Thailand. Und jetzt durch Corona ist das natürlich alles hinfällig geworden. Und ich muss was Besseres draus machen und versuchen, auch hier in Deutschland schöne Aufnahmen hinzukriegen. Ja. Das Geräusch, was sie macht, das erinnert halt wirklich an einen aufgeregten Bienenschwarm als an eine Drohne.
nur. Ja. Jetzt kommen auch tatsächlich noch ein paar Leute mehr. So, es ist dieselbe Kamera eigentlich wie in der Mini 1. Nur jetzt halt, dass 4K freigeschaltet ist bei diesem Modell. Entsprechend empfindlich ist der Sensor natürlich auch. Das soll heißen, dass ich möglichst nur mit 100 ISO filmen sollte bei Tageslicht, ist klar. Es ist keine Lowlight-Drohne, auf gar keinen Fall. Aber sie hat halt ihren speziellen Einsatzbereich, der hauptsächlich daran liegt, an Orten zu fliegen, wo ich mir das sonst nicht zutrauen würde. Hier an der alten Liebe ist natürlich heute nichts los, aber auch sonst, wenn es besser besucht gewesen wäre, hätte ich mich getraut, sie zu starten. Ja, jetzt bin ich 100 Meter entfernt, etwas über 100 Meter. Kommt wieder eine scheiß Möwe. Aber die lassen die Mini in Ruhe, das ist schon mal ganz gut. Okay, wieder zurückfliegen. 45% noch. Einfach einmal wieder in meine Richtung zurückkehren. Ein paar kleine Aufnahmen für meine Sammlung hier mit der Mavic Mini 2. Der Mini 2. Mavic sind wir nicht mehr. Sind wir wieder da. Ja, was kann man noch machen? 11 Minuten Rechtszeit. Ich werde nochmal da in Richtung von dem Turm fliegen. Langsam da in diese Richtung fliegen. An den Bauarbeitern vorbei. Kann ich auch mal etwas höher gehen. Was höher. Höher. Dass wir den Turm drauf kriegen. Ja. Sehr schöne Aufnahme. Okay, fliegst jetzt noch ein paar Minuten. Und dann werde ich sie auch wieder landen. Und dann auch mal versuchen, mit der Hand einzufangen. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Ja, machen wir hier nochmal ein paar Aufnahmen. In Küstennähe. Sieh. Ja, viel weiter weg möchte ich jetzt auch nicht. Okay, dann hole ich sie mal zurück. Wir haben jetzt 35% noch auf dem Akku. Ich bin da halt eher ein bisschen vorsichtiger. So, dann fliegen wir mal über Land zurück jetzt. Hier an den beiden Türmen vorbei. Ist immer noch auf Sicht fliegen, ich kann sie noch gut sehen. Sie ist hoch genug. Einmal schön am Turm vorbei.
So. Und dann zurück zu mir in meine Richtung. Und langsam auch in den Sinkflug gehen. Lass uns mal ein bisschen schneller jetzt. Ja, und dann können wir uns auch langsam auf die Landung vorbereiten. So. Dann wird das jetzt meine allererste Landung mit ihr in der Handfläche. Mal schauen, wie das hinhaut. So. Und sie ist gelandet. Super. Das hat ganz hervorragend geklappt. Dann werde ich jetzt alles wieder ausmachen und sicher verpacken. Ja, und ansonsten bleibt mir dann nur euch erstmal zu danken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Ganz herzlichen Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer drüber. Vielleicht auch einen kleinen Kommentar. Schreibt einfach mal rein, wie es euch gefallen hat, was ihr vielleicht noch wünschen würdet, was ich anders machen kann. Und ja, ansonsten bleibt alle gesund, habt viel Spaß, unternehmt was Schönes, so wie ich hier heute in der Kälte. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias.